Urheberrecht Alexander Hassenstein, Getty Images Real Madrid v. Atletico Madrid, UEFA Supercup. Das Duell zwischen dem amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid und Atletico Madrid, siegreich in der Europa League, fand in der Le Coq Arena in Tallinn in Estland statt. Das Team von Juan Lopetegui begann mit einem 4-2-3-1-System. Die Stammverteidigung mit Marcelo, Ramos, Varane und Carvajal agierte vor Kroos und Casemiro im Mittelfeld. Asensio gab auf links den Ronaldo-Vertreter, neben Isco, Gareth Bale auf rechts und Karim Benzema im Sturmzentrum. Luka Modric saß zunächst nur auf der Bank. Atletico hingegen mit einem 4-4-2-System hervorzuheben waren Neuzugang Thomas Lemar und das Sturmduo Diego Costa und Antoine Griezmann. Das könnte sie auch interessieren. Zidane will Mourinhos Job bei Manchester United. Real Madrid 2-4, Atletico Madrid 0-1, Costa 1. 1-1, Benzema 27. 2-1, Ramos 63. 2-2, Costa 79. 2-3, Saul 99. 2-4, Koke 104. Bereits nach 50 Sekunden brachte Diego Costa Atletico in Führung und eröffnete die Partie auf seine Art und Weise. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte nahm Costa den Ball an, startete einen Lauf, war dabei deutlicher schneller als Varane, der sich einfach abkochen ließ und überwand schließlich auch Keylor Navas aus spitzem Winkel, ein erster kalter Nackenschlag für die Königlichen, nach nicht einmal einer Minute. Urheberrecht JANEKSKARZYNSKI, Getty Images FBL Euro Supercup Real Madrid Atletico Ausgleich in Minute 27. Karim Benzema traf per Kopf. Die Antwort von Real wurde in der 27. Spielminute gegeben. Gareth Bale brachte den Ball auf der rechten Seite mit dem schwachen rechten Fuß mustergültig auf Karim Benzema in das Zentrum, der den Ball mit dem Kopf im Tor unterbrachte. Oblak sah in puncto Strafraumbeherrschung nicht allzu gut aus, während Lucas Hernandez im Laufduell gegen den Waliser deutlich unterlegen war. Eine Minute später kam Asensio zu einem gefährlichen Rechtsschuss. Auch das Resultat verriet nun, Real war im Spiel angekommen. Urheberrecht RAIGOPAJULA, Getty Images FBL Euro Supercup SDSP Real Madrid Atletico per Elfmeter erfolgreich. Realkapitän Sergio Ramos in der 63. Minute war es Realkapitän Sergio Ramos, der den Ball zum 2-1 via Elfmeter verwandelte. Juan Fran stellte sich im Zweikampf um den Ball mit Karim Benzema ungeschickt an und berührte das Spielgerät mit der Hand. Bei den Colchoneros fehlte allmählich die Präsenz auf dem Platz, insbesondere im Mittelfeld. Auch Griezmann war zu diesem Zeitpunkt noch kein Faktor im Spiel. Atletico schlug in der 79. Minute erneut in Gestalt von Diego Costa allerdings zurück. Nach einer Fehlerkette der Realdefensive, vor allem von Marcelo, schaltete Angel Correa blitzschnell um und bediente Costa im Strafraum, der nur noch einschieben musste und seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Die Geduld von Atletico zahlte sich aus. Kurz vor Schluss verpasste Marcelo nach Vorlage von Bale die große Chance auf den Siegtreffer. Beide Mannschaften spielten sich in die Verlängerung, 99. Spielminute. Rafael Varane zeigte sich pomadig und verlor den Ball kurz vor dem eigenen Tor an Thomas Partey. Partey flankte in die Mitte, wo Saul Niguez den Ball via Volley direkt verwertete. Ein Traumtor zum 3-2, das Atletico dem ersten Finalsieg über den Stadtrivalen näher brachte. Urheberrecht RAIGOPAJULA, Getty Images FBL Euro Supercup SDSP Real Madrid Atletico setzte den Schlusspunkt der Partie, Koke. Schließlich folgte noch das 4-2 in der 104.
Spielminute. Diego Costa setzte sich mit einem grenzwertigen Zweikampf auf dem linken Flügel durch, leitete den Ball zu Vitolo weiter, der Koke direkt ins Spiel brachte. Der spanische Nationalspieler traf zum technisch anspruchsvollen und sehenswerten 4:2, das nach Siegtreffer roch. Punkt. Und so war es letzten Endes auch, Real besaß nicht mehr die Frische, um das Spiel zu drehen, und so entschied Atletico die Partie für sich.